Der Saisonstart ist geglückt, die deutschen Skispringer haben im Teamwettbewerb von Wisła Platz 2 geholt. Das deutsche Quartett um Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stefan Laie und Richard Freitag musste sich nur Polen geschlagen geben. Alexander Zverev hat bei den ATP Finals nach seinem Sieg über Roger Federer das Finale erreicht, als erster Deutscher seit Boris Becker. Am Abend möchte Michael Unterbuchner das Herzmärchen gegen Gary Anderson fortsetzen und Italien kämpft in der Nations League um den Gruppensieg. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit, das ist passiert. Skispringen, DSV Adler fliegen auf Rang 2. Die deutschen Skispringer haben beim Saisonauftakt in Wisła das Teamspringen auf Rang 2 beendet. Die DSV Adler mussten sich Polen geschlagen geben. Tennis: Zverev entzaubert Federer und erreicht Finale. Alexander Zverev gewinnt sein Halbfinale bei den ATP Finals gegen Roger Federer. Damit ist er der erste Deutsche im Endspiel seit 22 Jahren. Zum Bericht: Darts dreister Trick. Vorzeiger beim Grand Slam of Darts stunk beim Grand Slam of Darts im wahrsten Sinne des Wortes. Ex-Weltmeister Gary Anderson und Wesley Harms beschuldigen sich gegenseitig einer Furzattacke. Zum Bericht: Ski Alpin, Schifrin gewinnt Slalom-Auftakt. Slalom-Dominatorin Michaela Schifrin hat beim Auftakt in Levi gleich den ersten Sieg geholt. Die US-Amerikanerin ließ der Konkurrenz keine Chance. Zum Bericht: Ronaldinho feiert Torgala. Ronaldinho präsentiert sich mit seinem Team, Ronaldinho. Zum Bericht: Fußball, Jürgen Klopp sieht Zukunft in Mainz. In Mainz startete Jürgen Klopp seine Trainerkarriere. Eine Zeit, an die er sich gern erinnert. Daher will der Redscoach irgendwann wieder nach Mainz ziehen. Zum Bericht: Das passiert heute. Nations League: Italien möchte Portugal Gruppensieg abluchsen. Brisantes Duell in Liga A in der Gruppe 3. Italien braucht im Duell mit Portugal. Nations League: Italien, Portugal ab 20.45 Uhr im Live-Ticker einen Sieg, um die Chance auf den Gruppensieg zu wahren. Allerdings haben die Portugiesen noch eine Partie in der Hinterhand. Das müssen sie sehen. Nächste Sensation von Unterbuchner. Michael Unterbuchner hat beim Grand Slam of Darts im englischen Wolverhampton, Grand Slam of Darts ab 20 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Livestream, schon gewaltig für Furore gesorgt. Nun trifft er im Viertelfinale auf Ex-Weltmeister Gary Anderson und ist erneut krasser Außenseiter, wie auch schon gegen Achtelfinalgegner James Wade. Heißes Hessen-Derby in der BBL, eines der brisantesten Duelle in der deutschen Basketball-Bundesliga, steht auf dem Plan. Die Gießen 46ers empfangen die Fraport Skyliners. BBL: Gießen 46ers, Fraport Skyliners ab 18 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Livestream aus Frankfurt. Während die Osthessen aus Gießen überraschend auf Rang 4 liegen, sind die Gäste aktuell nur im Tabellenkeller auf Rang 15 zu finden. Mit einem Sieg im Derby können die Frankfurter aber zumindest ihre Fans versöhnen. Das Videoschmankerl: In London treffen Brasilien und Uruguay bei einem Testspiel aufeinander. Punkt. Superstar Neymar wird erst ein Tor aberkannt, dann entscheidet er das Spiel für die Selecao. Jetzt die Sport 1 App herunterladen.